So Freunde, bevor das Video in alter Frische startet, noch ein kleiner Hinweis in Sachen Eigenwerbung. Schaut mal hier, richtig geile Sweatshirts in Camouflage. Sieht das nicht nice aus oder sieht das nice aus, Alter? In allen Größen jetzt verfügbar im Shop, richtig nice, wie ich finde. Sind letztes Jahr weggegangen wie warme Semmel und ja, gönnt euch, geht steht für gönnen. Übrigens gibt es den auch noch als Hoodie, wie ihr hier sehen könnt. Richtig geil, mit Gravur hier an den Metallringen, sieht übelst nice aus, richtig nice Dinger. Es sind auch alle anderen Größen jetzt wieder im Shop verfügbar, unter anderem die Black Silver Edition, schaut mal hier. Als Jogginghose, als normales T-Shirt, als Pullover, wieder alle Größen verfügbar, ihr habt den Shop leer gekauft, das gibt es nicht. Ist jetzt aber wieder alles vorrätig, also geht steht für gönnen, falls ihr noch ein Weihnachtsgeschenk sucht. Und ja, ich würde sagen, Video ab dafür. Moin meine aktiven Freunde und herzlich willkommen heute mal wieder ein neues Video in alter Frische mit nicht so einem spritzigen Thema, Freunde. Und es ist kein Clickbait, ich werde wirklich von einem Zuschauer erpresst. Wie gesagt, ich gehe auch gleich nochmal ordentlich drauf ein, es ist kein Clickbait. Und ja, was ich da alles wieder, Freunde, mir fehlen ja fast die Worte. Was da wieder alles passiert ist, ist eine absolute Frechheit an der Stelle. Ja, und ich bin auch auf eure Meinung gespannt, aber eigentlich gibt es da nur eine Meinung, nämlich dass der Typ ein Arschloch ist, sagen wir es einfach mal. So ist einfach ein Arschloch. So. Im Übrigen, falls ihr es ein bisschen lauter atmen hört, der Hund liegt hier auf dem Schreibtisch, legt sich da in letzter Zeit sehr gerne hin, fühlt sich da halt am wohlsten, wo Papa sich auch am wohlsten fühlt. Manchmal ein bisschen umständlich, wenn man dann irgendwie ein Video schneidet und der Hund liegt vor der Tastatur, muss man da immer irgendwie so... Also, ist nicht immer ganz spritzig, dass er da liegt, aber ja, der Hund soll sich da hinlegen, wo er sich am wohlsten fühlt, Freunde. Ich hoffe, euch geht's gut. Und ich werde jetzt mal ein bisschen darauf eingehen, was da in der Vergangenheit jetzt passiert ist. Es ist ein Thema, wo ich echt lange überlegt habe, ob ich überhaupt ein Video drüber mache oder nicht. Aber andererseits denke ich mir, warum soll ich da kein Video drüber machen? Da bekommt ihr auch nochmal mit, so was ich für Scheiße inhalieren muss, hinter den Kulissen in Anführungszeichen. Und das, dieser Ausschnitt, den ich euch gleich so ein bisschen gewähre, ist so ein Teil von dem, von der Scheiße, mit der ich zugemüllt werde. Das ist nur ein kleiner Bestandteil. Größtenteils macht es echt Spaß, alles. Aber das ist so etwas, was mich echt abfuckt. Es geht halt auch um Privatsphäre etc. Na Freunde, ich suche mal kurz die Screenshots raus und dann werde ich euch mal erzählen, was der Kollege mir geschrieben hat. Um nochmal vorweg ein paar Hintergrundinformationen euch zu geben. Ihr wisst ja, dass ich vor einiger Zeit gehackt worden bin. Das mit Amazon-Bestellungen und mit Ikea. Das ist auch alles schon geklärt. Meine Daten sind geändert. Derjenige hat keine Zugriffe mehr auf meine Konten. Aber unter anderem hat er halt auch dann Screenshots etc. von meiner Adresse und von meiner Telefonnummer gemacht. Dazu muss ich aber gleich sagen, dass diese Telefonnummer nicht mehr aktuell ist, beziehungsweise dass die Nummer meiner Großeltern ist. So, und dann bekomme ich von jemandem eine Mail vom Viktor, nennen wir ihn einfach mal Viktor. Und der Viktor schreibt mir mit dem Betreff eine Mail: Monte, ich habe deine Nummer. Weiter schreibt er: Also, ich will einen Push von dir auf Insta. Deine Nummer, Punkt, 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 Punkt. Mein Insta-Name, Punkt, 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 Punkt. Push mich, verlink mich, was weiß ich. Ja, okay, das gefällt dir auch nicht. Was soll ich dazu sagen? Keine Ahnung, wo er jetzt die Nummer dann genau her hat, ist mir auch scheißegal. Aber ist schon belastend, sagen wir es mal so. Weil jemand schreibt dich an, er hat wirklich deine Nummer. Das ist die Nummer aber von deinen Großeltern. Dazu muss ich aber auch nochmal sagen, dass es nicht die richtige Nummer von meinen Großeltern ist, sondern ich hatte damals einen einzelnen Anschluss bei meinen Großeltern. Das Telefon war bis vor kurzem auch noch an. Das war halt im Dachgeschoss mein Telefon. Damit sie den Stecker gezogen und gut ist. Das heißt, da kann sowieso kein Idiotensohn mehr anrufen, aka Viktor. Und dass derjenige sich anmaßt, mir so eine Nachricht zu schreiben, und es kommen gleich noch andere, da ist mir dann etwas, ja, ich will mal sagen, dem bin ich nicht ganz so freundlich gegenübergetreten und ich habe zurückgeschrieben. Also ich weiß, dass das nicht jeder jetzt verstehen kann, was ich jetzt vorlese, aber ich habe zurückgeschrieben: Deine Mutter, du Hurensohn, und lad das auf Insta hoch. Vielleicht pushen ja die Hängetitten deiner Mom dein Insta. Oh mein Gott, Alter, da konnte er direkt sein Handy verkaufen gehen. Ja, was soll ich darauf antworten? Ey, finde ich voll uncool, dass du mich hier erpresst.
Oder was soll ich da antworten? Normal beleidige ich den aufs Übelste. Letztendlich will er mich ja erpressen. Wisst ihr, wie ich meine? Also ich glaube, jeder hätte den beleidigt. Auf die eine oder andere Art. Ich habe halt sehr überspitzt gesagt, dass er seine Mama von hinten lieben soll. Ja, normal Standard beleidige ich ihn, oder? Ich habe dann auch mal Victor so ein bisschen gestalkt. Ist ja nicht schwer, heutzutage ein bisschen Informationen über Personen rauszubekommen. Ist er ein 14-, 15-jähriger... irgendein 14-, 15-jähriger kleiner Hosenscheißer, der im Internet dicke Fresse hat. Die Nachricht, die ich ihm geschickt habe, hat ihn wohl nicht so sehr gejuckt. Da kam dann irgendwie so eine Antwort wie, hey, war doch nur ein Scherz und bla bla bla. Ich bin auch schon lange Abonnent, wo ich dann auch nicht mehr drauf geantwortet habe. Kurze Zeit später hat er es wohl alles wieder vergessen, denn er schreibt mir wieder, du hast eine sehr schöne Nummer, die ich veröffentlichen werde, 100%. Deine Adresse habe ich auch, wäre ziemlich schön. Was bietest du? Wo ich dann auch gar nicht mehr zurückgeschrieben habe. Also es ist ein ganz schwieriges Thema, wie ich finde. Aber lieber Victor, ich scheiß auf dich. Und wenn du vor mir stehen würdest, dann würdest du wahrscheinlich stottern. Dann würdest du nicht sagen, hallo, ich bin Victor, sondern dann würdest du sagen, hallo, ich bin Victor. Nicht, dass ich mich jetzt über Leute lustig mache, die stottern. Also, scheiß auf ihn. Ich finde es halt bloß ärgerlich, und da kommen wir nochmal zu einem Punkt, was das wirklich Ärgerliche daran ist. Das ist nicht mal meine Adresse, wo ich wohne, sondern es ist die Adresse meiner Großeltern. Und gestern war gerade so ein Vorfall. Was mich dann auch nochmal bestärkt hat, einfach in Zukunft zu versuchen... Nee, was heißt in Zukunft zu versuchen? Du kannst nicht als YouTuber darauf achten. Irgendjemand kennt dich, irgendjemand weiß, wo du wohnst, und... es ist echt schwer, als YouTuber so seine Privatsphäre nicht veröffentlichen zu lassen. Natürlich, einige bekommen es hin, aber gerade jetzt, ich wohne in Buxtehude seit 28 Jahren und so gefühlt jeder weiß, wo ich wohne. Ist auch nicht schlimm, weil die meisten es respektieren und keine Scheiße damit machen. Und gestern, wie gesagt, bei Uwe im Livestream, müsst ihr euch einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, bei Uwe im Livestream hat jemand ihm Pizza bestellt. Und Uwe war es halt nicht. Okay, beim ersten Mal ist nicht lustig, aber dann sagt man ab, weißt du was, jugendlicher Leichtsinn. Dann sagt Uwe so in die Cam, oh, und ja, finde ich auch nicht cool, weil wir haben es jetzt Abend, meine Tochter schläft, und wenn ihr klingelt, oder wenn der Lieferant hier klingelt, dann wacht meine Tochter auf. Halbe Stunde später klingelt es fünfmal, wieder jemand, der ihm eine Pizza bestellt hat, als Betreffwort angegeben, bitte fünfmal klingeln. Einfach mit der Absicht, dass Uwe seine kleine Tochter auf jeden Fall aufwacht. Da muss man sich einfach mal fragen, was in solchen Leuten vorgeht. Victor, was geht in deinem Kopf vor? Glaubst du ernsthaft, ich zahle dir Geld oder ich push deinen dreckigen Jungfrauen-Insta-Account? Scheiß auf dich. Ganz ehrlich, ich scheiß auf dich. Veröffentlich doch meine Sachen. Weißt du, wie ich meine? Scheiß auf dich. Und dann ist nämlich wieder das Geheule groß, wenn die Anzeige ins Haus kommt. Oh Mama, das tut mir so leid. Ich lutsche ja auch ein bisschen deine... Soll ich da noch großartig zu sagen? Ich konnte auch gar nicht viel gegen machen, weil meine Daten wurden halt gehackt. Also mein E-Mail, mein Blabla, habt ihr ja mitbekommen. Und derjenige hat halt, wie gesagt, Screenshots gemacht und hat sie wohl irgendwo veröffentlicht. Ist mir auch ehrlich gesagt scheißegal, weil... ja, was soll ich dagegen machen? Ich könnte mich darüber aufregen, aber es ändert nichts. Meine Accounts sind wieder sicher und irgend so ein Victor... irgend so ein 14-Jähriger bekommt die Daten in die Hand und denkt, er könnte Welle gegen mich machen und mich erpressen. So. Also, und mit sowas muss ich mich dann halt in dem Fall rumschlagen. Naja, Freunde der gepflegten Unterhaltung. Ja, Mann, freut euch aufs Video am Sonntag. Das wird auch nochmal interessant, Freunde der gepflegten Unterhaltung. Ja, und ich würde einfach in dem Sinne sagen, wieder schauen und rein.